Und einmal fühle ich mich wie ein kleiner Junge, der irgendwas Verbotenes tut. Aber tue ich das nicht auch? Leider können Sasori und ich nicht die ganze Zeit über zusammen sein. Erstens würde es sonst wohl zu sehr auffallen und außerdem muss er noch arbeiten, wo meine Schicht für heute zu Ende ist und ich endlich etwas essen kann. So wie mir der Magen knurrt, brauche ich auch dringend Nahrungsmittel und beinahe ausgehungert stürze ich mich auf das Essen. Mit einem Mal schlägt mir jemand auf den Rücken und erschrocken zucke ich zusammen. Blinzelnd sehe ich Thomas an, der sich zu mir setzt und grinst wie doof. »Was ist denn mit dir los?« murmle ich leise und ziehe skeptisch eine Augenbraue hoch. Er kichert leise und zuckt mit den Schultern. »Na, was soll ich sagen? Ich hab dir doch von dem hübschen Mädchen erzählt, ne?« Ruhig nicke ich. »Klar, Kate, daran erinnere ich mich noch. So doof bin ich auch wieder nicht. An das Mädchen mit dem Babybauch erinnere ich mich noch sehr gut. Hast du ihr einen Antrag gemacht oder warum grinst du so?« »Sag mal, bist du frustriert?« knurrt mich Thomas an und seufzt dann. »Also ehrlich, nein, ich habe keinen Antrag gemacht. Aber wir wollen uns auf jeden Fall in Amerika treffen. Und ich kann mir vorstellen, mit ihr zusammen von Bord zu gehen und mit ihr da zu leben. Ich wollte ihr eigentlich sagen, dass ich vielleicht gar nicht mehr mit zurückkomme. Damit wollte ich dich überraschen, aber dann kommst du mit deinem doofen Kommentar und machst mir wieder alles kaputt. Ich weiß schon, warum du mein bester Freund bist.« Seufzend sehe ich ihn an und lege den Kopf schief. »Tut mir leid«, murmle ich leise. »Ich wollte dich nicht so anfahren, wirklich nicht. Ich freue mich natürlich, wenn du in Kate deine Liebe gefunden hast und dass du dich bei ihr wohlfühlst. Wenn du dir sicher bist, dass sie die Richtige für dich ist, dann solltet ihr hier bleiben. Aber zur Hochzeit will ich eine Einladung haben, klar?« Jetzt ist Thomas schon besser gelaunt und ich bin wirklich froh darüber, dass er mein bester Freund ist. Mit ihm kann ich über alles reden und ich weiß auch, dass ich ihm von Sasori erzählen kann. Er würde mich niemals verurteilen. Lächelnd sieht mich mein Freund an. »Weißt du, wir haben uns lange unterhalten und wir haben schon so viele Zukunftsvisionen geschmiedet. Das war so schön und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mit ihr glücklich werden könnte. Bei ihr habe ich das Gefühl, endlich irgendwo angekommen zu sein.« Es hört sich schön an, was Thomas da sagt, und ich freue mich wirklich total darüber. Ich habe auch das Gefühl, dass er richtig glücklich ist. Und wenn ich ihm so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass es bei mir mit Sasori genauso ist. Ich muss dir was gestehen, fange ich leise an und lächle etwas. Ich habe mir auch überlegt, in Amerika zu bleiben. Geschockt sieht mich Thomas an und legt den Kopf schief. Bitte? Und Mary? Ich meine, du bist verlobt, das weißt du schon noch. Warum willst du... Mit einem Mal bricht er mitten im Satz ab und sieht mich ruhig an. Wegen dem Kerl auf unserem Zimmer. Stehst du jetzt wirklich auf Männer? Mir ist das ja im Grunde egal, David. Aber du hast auch Verantwortung. Ich hoffe, das hast du nicht vergessen. Zu Hause sitzt eine Frau, die darauf vertraut, dass du zu ihr zurückkommst und sie heiratest. Natürlich kann ich dich verstehen, wenn da Gefühle im Spiel sind. Aber willst du das Risiko eingehen? Sasori ist doppelt so alt wie du, wenn nicht noch älter. Ich zucke etwas mit den Schultern. Bis eben war alles so schön und jetzt muss er mir wieder mit Vernunft kommen. Thomas, ich habe sowas noch nie gefühlt. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist, beichte ich ihm und sehe ihm verzweifelt in die Augen. Ich fühle mich doch selbst schon beschissen genug, da musst du mir nicht auch noch vor Augen halten, was für ein Arschloch ich bin. Mir ist selbst klar, dass ich Mary damit unglaublich weh tue. Aber ich kann doch niemanden heiraten, mit dem ich dann bis an mein Lebensende nicht glücklich werden kann. Leise seufzend steht Thomas auf und sieht mich an. Ich habe dich auch noch nie so erlebt, David, und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Du begibst dich in eine dermaßen große Gefahr. Ich meine, dir ist klar, dass du dich da auf eine Beziehung einlässt, die nicht jeder verstehen wird. Es gibt sogar viele, die total dagegen sind und einen Hass auf solche Menschen schieben. Weißt du, was dir da passieren kann? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich sehe ihn an und muss etwas schlucken. Klar, ich liebe Sasori. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Ahnung habe, auf was ich mich da einlasse. Ist das Spiel vielleicht doch zu heiß für mich? Was, wenn ich das alles nicht hinbekomme? Langsam wird mir das zu viel. Entschlossen stehe ich auf und gehe. Ich brauche frische Luft.
Eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, den Rest des Abends kuschelnd mit Arthur zu verbringen. Aber mein über alles geliebter Bruder macht mir immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Habe ich erwähnt, wie sehr ich ihn liebe? So sehr, dass ich ihn manchmal gerne über Bord werfen würde. Der hämmert gegen meine Tür und genervt reiße ich diese auf. Was machst du denn für ein Theater? Fauche ich ihn an und Sasuke grinst nur. Ich habe Hunger und dachte mir, dass du bestimmt noch nicht im Speisesaal bist. Mann, hast du das nicht mitbekommen? Die Comtesse hat uns heute Abend eingeladen, beim Abenddinner an ihrem Tisch zu sitzen. Und du lässt sie warten. Das kann doch nicht wahr sein. Also diese verbitterte Ziege interessiert mich überhaupt nicht. Aber hast du mal ihre Nichte gesehen? Eine Schönheit. Die Comtesse scheint sehr großen Wert auf deine Anwesenheit zu legen. Könntest du also bitte mal deinen Hintern bewegen? Ich bin im ersten Moment darüber verwirrt, dass mein Bruder so viel redet. Aber dann seufze ich auf und kräusle meine Nase. Davon hättest du mir auch mal früher was erzählen können, knurre ich meinen kleinen Bruder an und lasse ihn erst einmal rein. Traurig sehe ich zu Arthur und lege den Kopf schief. Es tut mir wirklich leid, murmle ich leise. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn ich den Abend mit dir hätte verbringen können. Aber ich muss da wirklich mit. Die Comtesse, von der Sasuke redet, das ist eine Geschäftspartnerin von uns. Die finanziert uns ziemlich, weißt du? Und wenn ich da nicht zum Essen auftauche, dann werde ich jede Menge Ärger bekommen, fürchte ich. Sei mir deswegen bitte nicht böse. Ich kann einfach nicht anders. Lächelnd sitzt Arthur da und nickt. Ich kann dich verstehen, Itachi. Aber ich frage mich wirklich, wo ich was zu essen herbekomme. Ich kann ja nicht mehr so einfach in die Küche und dort nach Essen fragen. Immerhin arbeite ich dort ja nicht mehr. Das nimmt Sasuke in die Hand und lächelnd sieht er mich an. Dafür arbeitet er jetzt aber bei mir und hat jedes Recht, sich im Speisesaal der Arbeiter verpflegen zu lassen. Und jetzt musst du nicht mal mehr das Essen durch die Gegend schleppen, sondern musst es nur noch selbst genießen, dich hinsetzen und bedienen lassen. Ich gebe dir ein bisschen Geld mit und dann wird alles gut. Du kannst essen, was du willst, das ist doch auch mal ein anderes Leben, oder? Schmunzelnd drückt er meinem Liebsten ein paar Scheine in die Hand und ich nicke, als er mich fragend ansieht. Scheinbar ist er sich nicht sicher, ob er das Geld wirklich annehmen kann oder nicht, aber von mir aus kann er es gerne tun. Immerhin arbeitet er jetzt für meinen Bruder und kann das ruhig als Gehalt akzeptieren. Dass er da noch etwas schüchtern ist, kann ich aber auch verstehen. Arthur zögert noch einen Moment lang, aber steckt das Geld dann weg. Kurz darauf steht er von meinem Bett auf und geht zu mir. Lächelnd sieht er mich an und streicht mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ich werde da mal was essen gehen, so wie es mein Chef gesagt hat. Und ich hoffe, dass wir uns heute Abend nochmal wiedersehen. Komm einfach wieder, wenn du gegessen hast, flüstere ich leise und gebe Arthur noch den Schlüssel für die Kabine. Dann sehe ich ihm ruhig nach, wie er geht, und bedrückt senke ich meinen Blick. Irgendwie kann ich mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, als wäre er böse auf mich. Sasuke sieht ihm ebenfalls nach und kichert leise. Ich finde, ihr beide passt wirklich gut zusammen. Das muss man euch ja schon lassen. Gut, aber nun beeil dich ein bisschen, sonst ist das Essen vorbei, bevor wir überhaupt aufgetaucht sind. Mein Bruder sieht mich aufmunternd an und ich kann nicht anders, als mich ordentlich anzuziehen, um mit ihm essen zu gehen. Dabei werde ich das Gefühl nicht los, dass ich Arthur enttäuscht habe. Aber ihm muss doch klar sein, dass ich ihn nicht so einfach mitnehmen kann. Dass wir gemeinsame Zeit haben und das Zimmer bewohnen können, sollte sowieso schon reichen. Das, was wir haben, beginnt in diesem Zimmer und endet, sobald wir es verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ihm das auch bewusst ist. Sasuke sieht mich ruhig an und lächelt. Mach dir nicht so einen Kopf. Arthur ist vielleicht jetzt erstmal enttäuscht, aber ich schätze, er weiß genau, was er riskieren kann und was nicht. Ich nicke und seufze leise auf. Also gut, gehen wir essen. Mehr als zu hoffen, dass er so gerecht hat, bleibt mir nicht. Hoffentlich hat Arthur wirklich so viel Verständnis, wie Sasuke behauptet. Jetzt muss ich mich aber wohl erstmal um das Geschäftliche kümmern. Mir schlägt das Herz bis zum Hals und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mit einem Mal komme ich mir so schrecklich albern vor und ich habe so ein Herzklopfen, dass ich das Gefühl habe, überhaupt nicht mehr sprechen zu können. Tsunade hat es wirklich getan. Sie hat mich in eines von Hinatas schönsten Kleidern gesteckt und hat mich jetzt zum Essen mit in den Speiseraum der ersten Klasse genommen. Dabei spüre ich, wie die Menschen mich mustern. Immerhin ist es nicht normal, dass ein Mädchen in diesem Zeitalter mit kurzen Haaren herumläuft. Unsicher sehe ich Tsunade an und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Wie gern würde ich einfach weglaufen, während ich neben Tsunade am Tisch sitze. Beruhigend greift sie unter dem Tisch nach meiner Hand und ihr Blick ist sehr ruhig. Sie hat mich als ihre Nichte vorgestellt und niemand hat gefragt. Nur kurz kam die Frage auf, warum ich denn erst jetzt zum Essen kommen würde und Tsunade nicht schon früher begleitet hätte. Doch sie tat es einfach mit der Erklärung einer Seekrankheit ab. Schweigend starre ich auf das edle Besteck und das feine Kristall der Gläser. Wenn mir davon ein Glas aus der Hand fällt, bekomme ich bestimmt Ärger. Aber so wie meine Hände zittern, ist das durchaus möglich. Ich fühle mich in dieser Welt nicht wohl. Und ich kenne mich auch nur oberflächlich damit aus. Von außen zusehen, das war bis jetzt immer in Ordnung. Auf einmal mittendrin zu stecken, ist für mich sehr verwirrend. Und ich frage mich noch immer, was Tsunade damit überhaupt erreichen will. Warum schleppt sie mich hierher und lässt mich mit den anderen Frauen hier essen? Ich habe lange auf sie eingeredet und habe wirklich gehofft, dass sie sich von der Idee abbringen lassen würde. Aber diese Frau ist genauso stur, wie ihre Brüste groß sind. Nun sitze ich hier und fühle mich wie auf einem Präsentierteller. Am liebsten würde ich aufstehen, mich entschuldigen und gehen. Sonst hatte ich immer das Gefühl, für diese Menschen unsichtbar zu sein. Und jetzt sehen sie mich an. Sie sehen mir direkt in die Augen, als wollten sie darin alle meine schmutzigen Geheimnisse sehen können. Als würden sie aus mir heraussaugen wollen. Besonders erschrocken zucke ich zusammen, als ich Anko an einem der anderen Tische entdecke. Sie sieht mich ruhig, aber enttäuscht an und lächelt etwas. Ihr Blick ist seltsam kalt und bedrückt senke ich meine Augen, damit ich es nicht länger ertragen muss. Mein Magen rebelliert und um mich abzulenken, nippe ich an meinem Weinglas. Dabei muss ich wirklich aufpassen, dass es mir nicht aus der Hand fällt. Tsunade legt mir eine Hand auf mein Knie und sieht mir sanft in die Augen. Na, mein Mädchen, ich hoffe doch, dass es dir gut geht. Du bist ein bisschen blass um die Nase, fühlst du dich nicht wohl? Was soll ich jetzt sagen? Ist es ein Hinweis von ihr, dass ich gehen kann, wenn ich mich nicht wohlfühle? Oder sollte ich mich zusammenreißen und bleiben? Nein, ich will dieses Mal nicht weglaufen. Wenn ich jetzt gehen würde, dann würde mir Anko folgen und Tsunade würde ihr hinterherrennen. Und alleine habe ich überhaupt keine Chance. Sie würde nur wieder auf mich einreden und ich würde mich überzeugen lassen. Aber ich fühle mich bei Tsunade wohler und irgendwie auch sicherer. Sie nimmt mich wirklich als Mädchen, auch wenn sie da ein Risiko eingeht. Nach außen hin zeigt sie aber deutlich, dass sie mich wirklich als Frau liebt und mich nicht in einen Mann verwandeln will. So habe ich mich immer wohlgefühlt in der Rolle und auch etwas sicherer, weil ja so nie jemand etwas dagegen sagen konnte, wenn man das Gefühl hatte, wir stehen uns zu nahe. Dann war das immer noch eine Sache zwischen Mann und Frau und nicht zwischen Frau und Frau. Doch Tsunade geht das Risiko ein und ich weiß, dass auch sie viel aufs Spiel setzt. Und das nur für mich. Da kann ich sie nicht einfach so im Stich lassen und jetzt gehen. Nein, mir geht es gut. Nur ein wenig flau im Magen. Aber ich denke, das geht wieder vorbei. Sie lächelt mich aufmunternd an und erklärt dann, dass ich nicht oft unter vielen Menschen bin und mich deswegen wohl auch unwohl fühlen würde. Damit hat sie nicht einmal Unrecht. Besonders unter solchen Menschen fühle ich mich nicht wohl. Es ist ein komisches Gefühl. Aber jetzt muss ich mich auch erstmal zusammenreißen und stark bleiben. Als das Essen serviert wird, muss ich schlucken. Wie isst man das denn jetzt? Bei 4 Gabeln und Messern und 5 verschiedenen großen Löffeln kann man durchaus schon mal aus der Fassung geraten. Aus dem Augenwinkel beobachte ich genau, wie Tsunade isst. Das muss ich mir dann wohl nochmal abgucken. Aber schwierig bleibt es für mich trotzdem. Bei ihren Worten konnte ich einfach nicht anders. Sie war so niedlich und wie sie mir damit sagen wollte, dass sie mich liebt, mir ist das Herz erst in die Hose gerutscht, aber dann musste ich sie einfach küssen. Seitdem haben wir uns unterhalten und wir haben uns überlegt, wie wir weitermachen sollen und können. Ich weiß nicht so richtig, wie es mit uns weitergehen soll, flüstere ich leise und sitze auf ihrem Bett, während ich ihre Hand halte. Sanft drückt sie diese und sieht mir ruhig in die Augen. Ich habe auch keine Ahnung, aber wir müssen einen Weg finden, flüstert sie leise. Mir ist vollkommen egal, wie es weitergeht und wie wir weitermachen sollen. Aber ich möchte bei dir bleiben und ich möchte nicht, dass du jetzt wieder vor mir wegläufst. Wir beide könnten doch irgendwie eine Zukunft haben, oder nicht?
Ruhig sehe ich sie an und lächle dann ein wenig. Wir zwei kommen aus verschiedenen Welten. Das haben wir ja schon festgestellt. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, diese Welten zusammenzubringen. Ich habe dir leider nicht sehr viel zu bieten. Ich habe momentan nichts, nicht mal die Klamotten an meinem Leib gehören noch mir. Selbst die muss ich abgeben, wenn ich das Schiff verlasse, dumm gelaufen was. Willst du dir wirklich jemanden angeln, der nicht in der Lage ist, dich zu versorgen? Jen sieht mich mit ruhigen Augen an und irgendwie mag ich diese Art an ihr. Immer wenn sie in meiner Nähe ist, habe ich das Gefühl, als würde sie mich beruhigen. Mit einem Mal scheint die Welt nur noch halb so schlecht zu sein. Und scheiße, ja, auch ich habe mal eine kitschige Ader. Das Leben ist doch beschissen genug. Und Glück hatte ich bis jetzt auch nur extrem selten. Da darf ich mich doch mal freuen, wenn sich so eine hübsche Braut wie sie für mich interessiert. Und das tut sie, sonst hätte sie mir wohl eine geknallt, als ich sie geküsst habe. Aber sie hat mich eher zurückgeküsst. Und das war ein seltsam schönes Gefühl. Natürlich würde ich viel lieber noch ein paar andere unanständige Dinge mit ihr machen, aber damit kann ich sie jetzt noch nicht überfallen. Aber mal ehrlich, wer will so ein Schätzchen nicht aus den Klamotten holen? Und nackt muss sie noch schöner aussehen, als sie es eh schon tut. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Kleid bei einer schönen Frau wie ihr überflüssig ist. Ich muss in den nächsten Tagen wohl mal ein bisschen meinen Charme spielen lassen. Vielleicht habe ich dann ja doch noch Glück. Und ich habe mir ja vorgenommen, dass ich sie nicht als Jungfrau von Bord gehen lasse. Wenn ich mich dann bis ans Ende meines Lebens an sie binden muss, fuck, das ist eine lange Zeit, aber dann ist das eben so. Das ist es mir irgendwie wert. Während meiner Gedankengänge sieht sie mich die ganze Zeit an und lehnt sich etwas an mich. Warum muss mir so ein unschuldiges Wesen wie sie nur so sehr vertrauen? Einem Idioten wie mir. Ich kann auch immer nicht glauben, dass ich sie wirklich verdient habe. Wenn sie mich aber haben will, dann werde ich mich bestimmt nicht wehren. Im Gegenteil. Wenn die Süße einen echten Mann will, wird sie das Prachtexemplar davon bekommen. Mich. Weißt du, Hidan, du brauchst mir nichts bieten und ich denke sowieso, dass wir beide in Amerika komplett neu anfangen sollten. Mein Vater hat ja auch so genug zu tun und weiß selbst noch nicht genau, wie unsere Zukunft aussieht. Wir müssen uns sowieso irgendwas überlegen und ich finde, wir können da noch komplett neu anfangen, wenn du das willst, heißt das. Verflucht nochmal, mit dieser Frau würde ich überall auf der Welt neu anfangen. Ruhig sehe ich ihr in die Augen und stupse dann mit dem Finger an ihre Nase. Glaub mir, ich will das und mir ist vollkommen egal, was dabei rauskommt. Wir werden zusammen von diesem Schiff runtergehen in Amerika und dann finden wir einen Weg. Dann werden wir eine gemeinsame Zukunft finden. Wir müssen nur den Weg zusammen bis zu Ende gehen. Ich weiß, ich kann verdammt gut reden, wenn ich will. Ja, solche Töne kann ich von mir geben. Immerhin habe ich ein paar Männer in der ersten Klasse dabei zugehört, wie sie ihre Damen umworben haben. Und Jen ist eine Dame, die genauso umgarnt werden will. Ich bin besitzergreifend und dieses Mädchen hier gehört mir alleine. Dafür tue ich alles, was ich kann. Auch wenn ich eben mal ein bisschen Süßholz raspeln muss. Dieser Kerl überfordert mich. Ich kann ihm noch immer nicht glauben, dass er sich wirklich in einen Jungen wie mich verliebt haben soll. Ein Mann verliebt sich nicht in einen Mann. Verzweifelt versuche ich mir, mein altes Lebensbild, an das ich mich immer gehalten habe, aufrechtzuhalten. Aber immer wenn ich daran denke, dann quetschen sich die gleichen Gefühle für Utakata dazwischen und ich kann sie nicht verdrängen. Stimmt es, was er sagt? Liebt er mich wirklich? Und ist die Frage, ob ich ihn liebe, nicht sehr viel interessanter? Mir schwirrt der Kopf und seufzend drehe ich mich im Bett auf die andere Seite. Bis eben habe ich so getan, als wenn ich schlafen würde. Doch jetzt schrecke ich hoch, weil Utakata mit einem Tablett wiederkommt und sich zu mir ans Bett setzt. So, ich habe dir erst meine Suppe geholt. Du musst was essen, sonst kommst du überhaupt nicht mehr auf die Beine. Perplex sehe ich ihn an. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich nie sehr auf seine lieben Worte reagiert. Auf die Worte, dass er mich liebt, habe ich nie etwas gesagt. Und auch, als er mir erst wieder gesagt hat, dass er mich liebt, habe ich nicht darauf reagiert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist und ich denke einfach mal, dass ich ihm auch nicht wehtun will. Das will ich aber ja auch gar nicht. Und deswegen senke ich nur bedrückt meinen Blick. Ich habe keinen Hunger, murmle ich leise. Utakata sieht mich an und setzt sich dann zu mir. Warum nicht? Flüstert er leise und greift nach meiner Hand.
Willst du die ganze Überfahrt krank im Bett liegen? Ich glaube, lange lassen dich deine Herrschaften nicht mehr hier herumlümmeln. Und dann wirst du krank arbeiten müssen. Das packst du aber nicht. Bitte iss was. Nur ein paar Löffel, dann bin ich ja schon glücklich. Aber ein bisschen was musst du essen. Seufzend ziehe ich ihn an. Gut, ich ess was. Aber vorher möchte ich mich mit dir unterhalten. Eher bekomme ich sowieso nichts runter, fürchte ich. Murmle ich und er sieht mich fragend an. Ruhig drückt er meine Hand. Na dann spuck mal aus, was dir so auf der Seele lastet, dass es dir sogar den Appetit verhagelt. In mir rebelliert alles und ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Diese Frage kommt mir so albern vor, aber wenn ich sie nicht stelle, weiß ich nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Wie hältst du das mit mir aus? Flüstere ich leise und krampfe mich etwas zusammen. Dabei klammere ich mich an seine Hand und kurz darauf sehe ich ihn verwirrt an. Wie kannst du mich lieben, wenn ich dir doch immer wieder wehtue? Wie stehst du das durch? Ich meine, es muss doch wehtun, wenn du mich wirklich liebst und ich nicht wirklich auf deine Gefühle reagiere, oder? Jetzt ist er total durcheinander. Mit einem Mal packt mich Utakata an den Schultern und drückt mich sanft in die Kissen. William, hör mir mal gut zu, flüstert er ruhig, und seine Augen scheinen sich in meine Seele zu bohren. Ich habe mich in dich verliebt, ja. Aber wenn man jemanden liebt, dann setzt man nicht voraus, dass derjenige einen auch liebt. Ich kann nicht von dir erwarten, dass du meine Gefühle erwiderst. Und ich kann es auch nicht voraussetzen. Mein Herz hat sich einfach für dich entschieden. Und da hatte ich keinen Einfluss drauf. Natürlich ist es schöner, wenn Liebe erwidert wird. Aber danach habe ich nicht gefragt, als ich mich in dich verliebt habe. Mir ist es egal, ob du mich liebst oder nicht, solange ich nur in deiner Nähe sein kann. Und wenn ich darunter leide, dann nur, weil es meine Liebe zu dir beweist. Mir hämmert das Herz wie verrückt in der Brust und am liebsten würde ich weinen. Stattdessen schließe ich nur meine Augen und muss mit einem Mal lachen. Utakata knurrt leise und legt den Kopf schief. Warum lachst du denn jetzt über mich? Haben meine Worte den werten Herrn so amüsiert? Schnell schüttle ich den Kopf und sehe ihn wieder an. Nein, aber als ich dich kennengelernt habe, da habe ich dich für den größten Idioten hier auf dem Schiff gehalten. Am liebsten wäre ich dir während der ganzen Fahrt aus dem Weg gegangen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir uns nur ein einziges Mal kurz unterhalten. Dass jemand wie du zu solchen Worten fähig ist, hätte ich dir nie zugetraut. Du wirst mich damit total aus der Bahn. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder was ich sagen soll. Ich weiß nur, dass ich froh bin, dass du so hartnäckig warst. So konnte ich dich besser kennenlernen und irgendwie fühle ich mich komisch, wenn du bei mir bist. Aber wenn du nicht bei mir bist, fühle ich mich genauso komisch. Ich kann das nicht beschreiben, weil ich nicht weiß, wie ich diese ganzen Gefühle in Worte fassen soll. Aber ich möchte jetzt, dass du bei mir bleibst. Und dass sich bei mir etwas so sehr ändern würde, wundert mich eben selbst. Mutter Kata ist verwirrt, lässt sich dann aber lachend auf mir sinken und kuschelt sich an meine Brust heran. Ich liebe dich, flüstert er leise. Ich werde hochrot um die Nase und streichle dann etwas durch sein Haar. Vielleicht liebe ich ihn ja auch. Ich weiß ja nicht mal, wie sich Liebe anfühlt.